Hey Leute, ich hoffe, euch geht's gut. Heute habe ich wieder ein neues Video für euch. Und zwar wollte ich euch zeigen, wie ich so Dinge designe. Wie manche von euch ja vielleicht schon wissen, habe ich mal so eine Kollektion rausgebracht. Da war ein Blog dabei, Grußkarten und Sticker. Also das gibt es übrigens immer noch zu kaufen auf www.foxydraws.de. Danke übrigens nochmal für die zahlreichen Bestellungen, die jeden Tag so eintrudeln. Allgemein haben immer sehr viele gefragt, was ich für Programme verwende zum Design oder zum digitalen Malen und sowas. Und das werde ich euch heute auch zeigen. Auf die ganze Design-Idee hat mich übrigens Pilot gebracht. Und die haben einfach mal eine mega, mega coole Aktion momentan. Da kann man eigene Stifte designen. Also eigentlich eher so Sticker, die man kostenlos bestellen kann für seinen Pilot, wenn man einen Kassenbeleg vorlegen kann mit einem Friction-Produkt. So könnten die Sticker übrigens aussehen und so sieht es dann aus, wenn sie aufgeklebt sind auf dem Stift. Ich finde, das sieht einfach so süß aus. Ich liebe ja total so bunte Stifte mit Mustern drauf und ach ja, Leute, ich liebe das einfach. Pilot hat aber auch YouTuber gefragt, ob sie nicht auch ein paar Sticker designen möchten, die sie auf der Seite veröffentlichen, die ihr dann auch euch kostenlos zusenden lassen könnt. Natürlich hatte ich mega Bock und habe direkt angefangen zu designen. Bei mir fängt es immer als erstes an mit dem Inspirationsprozess. Da schaue ich am allerliebsten erstmal bei Pinterest, was die so haben. Da lasse ich mich nicht unbedingt von Stiften inspirieren, wenn ich zum Beispiel einen Stift designen möchte, sondern von allen möglichen anderen Dingen. Manchmal lasse ich mich auch von Dingen inspirieren, die so um mich herum sind, wie zum Beispiel diese kleinen süßen Kakteen, die in meinem Zimmer stehen, die haben mich auch zu einem Sticker inspiriert. Sobald ich genug Ideen in meinem Kopf habe, schnappe ich mir ein Büchlein und ein paar Stifte und mache ein paar grobe Skizzen zu meinem Design. Mit den Fiction-Stiften geht das echt super, weil man die auch wegradieren kann, wenn man irgendwie einen Fehler gemacht hat. Wobei bei einer Skizze ist es auch absolut nicht schlimm, wenn man ein bisschen rumschmiert und immer wieder von vorn anfängt. Hauptsache, man hält seine Ideen irgendwie fest. Mir ist es schon total oft passiert, dass ich irgendeine Idee hatte und ich dachte, ja, das vergesse ich niemals. Das ist so eine coole Idee. Und dann 5 Minuten später habe ich einfach komplett vergessen, was ich vorhatte. Und das war so schade, weil ich wusste ja noch, wie gut die Idee war. Nur ich wusste nicht mehr, um was es da ging und ja, was ich genau vorhatte. Und so eine Skizze ist ja wirklich schnell mal gemacht. Vor allem, wenn man immer so ein paar Stifte zur Hand hat und irgendwas, wo man eben draufmalen kann. Und dann geht es schon ans richtige Designen. Und dazu habe ich ein Pen-Tablet. Und dieses hier ist von XP Pen. Dieses benutze ich, glaube ich, schon seit einem halben Jahr oder so. Ich bin echt zufrieden. Und vorher hatte ich eins von Gaumon. Das fand ich auch nicht schlecht, aber das hier ist ein bisschen kleiner. Und das finde ich immer ein bisschen praktischer auf dem Schreibtisch. Außerdem sind da so kleine Knöpfchen, die ich zusätzlich noch benutzen kann. Für alle meine Designs verwende ich Photoshop. Manche sagen, dass man mit Photoshop nicht so gut zeichnen kann, aber ich finde, für mich ist es halt am praktischsten, weil ich mir eben Photoshop als allererstes beibringen wollte, weil man damit so viel machen kann, auch was Fotobearbeitung angeht und so weiter und so fort. Deswegen, ich mag Photoshop einfach und damit finde ich, geht es auch sehr, sehr gut. Hier arbeite ich übrigens an dem Blumendesign, was ich als allererstes im Kopf hatte. Ich habe mich zwar im Nachhinein für ein anderes Design entschieden, aber dieses fand ich eigentlich auch ganz hübsch. Außerdem kann ich diese ganzen Blumen, die ich hier gezeichnet habe und ausgemalt habe, verschiedene Ebenen dafür angelegt habe, sehr gut für anderes verwenden, wie zum Beispiel Thumbnails oder für irgendwelche anderen Projekte. Ich habe mich im Endeffekt für ein Kakteendesign entschieden, weil ich Kakteen total mag. Vor allem so im Sommer finde ich, keine Ahnung, Kakteen sind einfach so ein richtiges Symbol für den Sommer oder für richtig warme Tage. Vielleicht habe ich mich auch ein bisschen von meiner Bullet Journal Seite inspiriert, die ich vor kurzem gestaltet habe. Da kommt übrigens demnächst auch noch ein Video dazu. Da der Sticker natürlich irgendwie auch ein bisschen zu meinem Style passen musste, habe ich mich für Pastellfarben entschieden. Ihr wisst, das sind meine Lieblingsfarben. Ich habe mich für den Spruch Maker's gonna make entschieden, weil ich finde, dass es zu unserer Foxy Community auf jeden Fall passt. Denn um etwas zu designen oder etwas zu kreieren, braucht man auf jeden Fall immer sehr viel Mut. Und man muss einfach immer anfangen und einfach durchziehen, einfach machen. Und das ist etwas, glaube ich, was unsere Community sehr gut kann. Ansonsten würde ich nicht tausende eurer Werke immer sehen und die ganzen Briefe, die ihr mir zugesendet habt, mit wunderschönen Bildern drin. Ihr haltet das vielleicht manchmal für selbstverständlich, aber glaubt mir Leute, es gibt so viele Menschen auf der Welt, die sich nicht trauen, überhaupt irgendwas zu machen, irgendwas zu starten und da seid ihr denen auf jeden Fall schon sehr, sehr viele Schritte voraus.
Im Endeffekt habe ich dann drei verschiedene Sticker designt und habe mich natürlich für das Kakteen-Design entschieden, weil ich das einfach am schönsten fand. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, welches ihr am schönsten findet. Und so sieht jetzt der Sticker aus. Ich finde, der sieht mega hübsch aus. Das hat jetzt ein bisschen besser zu dem Stiftdesign gepasst, dass die Kakteen oben und unten sind und der Spruch in der Mitte. Das Coole ist, wenn man erstmal ein Design hat, dann ist es total easy, eine Kollektion zu designen. Denn in einer Kollektion gleichen sich die Sachen ja ein bisschen und müssen so total zueinander passen. Das heißt, man kann sehr viel kopieren oder einfach anpassen, angleichen und schon hat man ganz verschiedene Produkte, die man eben selbst designt hat. Ich habe jetzt zum Beispiel so ein paar Back-to-School-Sachen designt, wie diesen Stundenplan hier. Den könnt ihr euch übrigens auch auf www.foxydraws.de kostenlos ausdrucken. Hier habe ich die Kakteen einfach unten als Borte hingemacht. Außerdem habe ich die Outlines von den vorhandenen Kakteen einfach als kleines Muster angelegt, was so ein bisschen unauffällig im Hintergrund von dem Stundenplan ist. Und ich finde den Stundenplan einfach mega süß und ich glaube, ich hätte ihn mir damals in der Schule total gewünscht. Und so sehen die fertigen Designs aus. Im Wochenplaner könnt ihr einfach eure ganze Woche planen. Wenn der Stundenplan für euch ein bisschen zu kurz ist, könnt ihr mir das gerne schreiben. Vielleicht erweitere ich den noch ein paar Stunden mehr am Tag. Ich habe jetzt leider nur 6 Stunden eingeplant. Die Ringbuchrücken sehen so aus. Ich bin mir nicht sicher, ob man die so nennt, aber ich finde das einfach viel schöner als diese regulären Ringbuch-Beschriftungsdinger, die es sonst so gibt. Und wenn dann mehrere Ordner so nebeneinander stehen, sieht das auch immer sehr, sehr schön aus im Zimmer. Und natürlich auch die Aufkleber für die Hefte sind auch mega, mega schön. Und da finde ich natürlich auch so einen mega cuten Aufkleber viel schöner als die ganz normalen, sticknormalen Aufkleber. Ihr wisst ja, dass ich so eine leichte Schwäche für süße Schulsachen habe. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ihr Bock bekommen habt, irgendwas Cooles zu designen, geht doch gerne mal auf die Pilot-Seite und gestaltet euren allerersten Stift. Gebt dem Video einen Daumen nach oben. Ihr wisst, ich gebe mir immer Mühe. Abonniert gerne den Kanal, es ist kostenlos und ihr werdet auch Teil unserer Foxy-Family. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns bald wieder. Ich wünsche euch noch eine wundervolle Zeit. Ich habe euch lieb. Ciao!